Hallo, ich bin Jens und das ist das HTC One. HTC hat im Jahr 2012 viele Fehler gemacht. Mit dem HTC One könnte es dieses Jahr nicht nur besser werden, die Konkurrenz bekommt sogar einen mehr als ebenbürtigen Gegner. Das HTC One ist 137,4 x 68,2 x 9,3 mm groß und besteht fast vollständig aus einem Aluminium-Unibody-Gehäuse. Polycarbonat-Trennlinien unterbrechen das Design und sorgen dadurch für eine sehr gute Funkverbindung. Auf der Rückseite befindet sich eine 4,1 Ultrapixel-Kamera, ein LED-Blitzlicht, ein Rauschunterdrücker und das HTC-Logo. Vorne sitzt eine starke 2,1-Megapixel-Kamera, das 4,7-Zoll-Display und die Stereo-Lautsprecher. Auf der linken Seite sitzt nur der Micro-SIM-Schacht, rechts ist die Lautstärkewippe. Auf der unteren Seite befinden sich nur der USB-Port und das Mikrofon. Den Abschluss machen oben der 3,5 mm Klinkenanschluss und ein dunkler Power-Button. Das HTC One hat sich nicht nur im Design gänzlich neu erfunden, auch die Hardware kann sich sehen lassen. Das 4,7 Zoll Full HD Super LCD 3 Display hat eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel bei 486 Pixel per Inch. Der Snapdragon 600 taktet mit 1,6 GHz und hat 2 GB RAM zur Verfügung. 32 GB interner Speicher und ein 2300 mAh Akku runden das Paket ab. Kommen wir zur 4,1 Ultrapixel Kamera. Der Begriff Ultrapixel stammt von HTC. Es wurde ein 4,1-Megapixel-Sensor verbaut, der die Größe eines 13-Megapixel-Chips hat. Dank der fehlenden Megapixel kann nun mehr Licht aufgenommen werden. Mit der Funktion Zoe können Mini-Videos mit einer Laufzeit von 3 Sekunden aufgenommen und daraus das beste Foto gewählt werden. Mit HTC Highlights werden Fotos, Videos und Zoe-Schnipsel automatisch zu einem Kurzvideo geschnitten und können mit einem passenden Thema abgespeichert werden. Hier ein kleines Beispiel. Ein Live-Filter bietet zudem genügend Auswahl für lustige und schöne Motive. Die Frontkamera hat einen breiten Winkel für mehr Personenaufnahmen. All diese Funktionen bieten ein sehr gutes Kamerapaket. Damit werden andere Kamera-Apps fast unnötig. Sense wurde in der Version 5 vorgestellt. Interessant ist das leider fest installierte Blinkfeed, auf dem ihr über verschiedene Quellen, sei es der eigene Facebook-Account, eine App oder der Kalender, auf dem Laufenden gehalten werdet. Sense ist in der Version 5 nicht mehr so dominant wie vorher, dennoch hat hier HTC eine komplett eigene Oberfläche gebaut. Neben dem App-Drawer, der verschiedene Sortierfunktionen hat, erkennt man gerade an den Einstellungen den eigenwilligen Touch von Sense. Das HTC One kommt mit Android 4.1.2 und Sense 5.0 auf den Markt. Das HTC One hat nur noch zwei Bedientasten unter dem Display. Zurück und Home sollen ausreichen, um alle Funktionen ausführen zu können. Ein doppelter Tipp auf Home öffnet einen HTC-eigenen Taskmanager, über den Apps direkt beendet werden können. Die auffälligen Stereo-Lautsprecher sind nicht nur ein Designelement. Kein anderes Smartphone und nur wenige Notebooks haben es bisher geschafft, solch einen klaren und kräftigen Klang für solch ein kleines Gerät zu schaffen. Ach ja, und in dem Powerbutton wurde ein Infrarotsensor verbaut. Mit der dazugehörigen TV-App kann das Fernsehprogramm, also der Fernseher oder eine Kabelbox bedient werden. Der eine oder andere Joke im Büro oder Kaufhaus ist damit nicht ausgeschlossen. Auch wenn das Jahr noch jung ist, das HTC One ist ein heißer Anwärter auf das beste Smartphone 2013. Bleibt zu hoffen, dass das aufwendige Herstellungsverfahren und die schwer zu beschaffenden Ultrapixelsensoren der hohen Nachfrage gerecht werden und HTC nicht in Lieferschwierigkeiten gerät. Das war unsere Vorstellung des HTC One. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.